Hi und herzlich willkommen zu deinen Sternzeichen-Quickies für die neue Woche, für die Woche vom 25.04. bis 1.05. Wir schauen gleich mal rein, was die Karten dir für die neue Woche mit auf den Weg geben wollen, welches Thema dich vielleicht begleitet, was der Rat auch für dich sein kann. Wenn ich sage die Karten, dann meine ich diese drei Decks, die habe ich heute für dich mitgebracht. Wenn dich interessiert, welche das genau sind, schau mal in die Infobox unter diesem Video. Da kannst du das nachschauen, welche ich da heute genau ausgewählt habe für dich. Und natürlich, wie immer, das ist ein allgemeines Reading, also nimm dir die Informationen raus, die für dich relevant sind, die dich abholen. Das muss nicht alles sein von dem, was ich hier sage. Und wisse auch, manchmal steckt die tiefere Botschaft für dich in dieser Woche nicht in deinem Hauptsternzeichen, das wir eben auch das Sonnenzeichen nennen, sondern vielleicht in deinem Aszendent oder Mondzeichen. Also vielleicht guckst du zwei oder drei Kapitel hier. Apropos Kapitel, unten auch in der Infobox habe ich alle Sternzeichen nach Kapitel sortiert mit Zeitstempel. Das heißt, du brauchst nur draufklicken auf die Uhrzeit und wirst dahin vorgespult oder auch zurückgespult, wo du einsteigen möchtest und musst nicht mühsam selber suchen, wann spricht sie denn jetzt über mein Sternzeichen, das mich interessiert. Ja, das soll es schon gewesen sein als Vorab-Information. Dann legen wir gleich mal los, wie immer mit dem Wassermann und fragen mal die Karten, was ist denn die Botschaft für die neue Woche, das Thema, um das es für dich geht, für den Wassermann. Und was haben wir denn da? Für den Wassermann geht es um die Adlermedizin, kommt hier. Und wir sehen diesen Adler, der so ganz, ja, grazil, ganz elegant über allem schwebt. Also es geht darum, dass du über den Dingen stehst, dich nicht zu sehr involvierst in die Dramen anderer vielleicht, nochmal genau schauen kannst, ja, wo habe ich denn eigentlich einen Auftrag und wo auch nicht? Wo muss ich mich jetzt nicht rein involvieren, wo muss ich mich jetzt nicht rein mitdramatisieren, weil es mich einfach gar nicht angeht? Ich finde es vielleicht spannend, ja, aber ich muss nicht zu allem eine Meinung haben, ich muss auch nicht zu allem eine Emotion haben, ich kann mich auch manchmal einfach ganz elegant zurücklehnen und sagen, ich behalte den kühlen Kopf, wenn alle anderen am Durchdrehen sind. So. Ist natürlich leichter gesagt als getan, weil wenn man dann selber mal in irgendwas feststeckt, ist es natürlich nicht mehr so leicht, einen kühlen Kopf zu bewahren, als wenn man andere dabei beobachtet, dass sie durchdrehen. Aber auch hier, was sagt uns denn der Adler? Wenn du dich mal rausnimmst aus der Situation, Abstand dazu gewinnst, vielleicht mal einen Spaziergang machst, rausgehst, in die Natur gehst oder eben wirklich mal eine Perspektive änderst, einen Perspektivwechsel einführst und sagst, okay, wenn ich die Situation so und so betrachte oder wenn ich von oben drauf schaue. Das machen wir in meiner Aufstellungsarbeit zum Beispiel. Wir schauen von oben drauf und sind nicht mehr drin. Dann sieht man auf einmal, dass aus lauter Bäumen doch wieder ein Wald geworden ist. Und das ist so der Hinweis für dich, lieber Wassermann, in der neuen Woche. Also erstens, dich nicht in den Dram anderer mit reinziehen lassen. Brauchen wir nicht, geht dich nicht an. Bleib ruhig, kühl, entspannt. Cool down, wenn alle anderen am Durchdrehen sind. Und zweitens, falls du selber merkst, oh Gott, da hat es mich gekriegt. Rausgehen aus der Situation, aussteigen, von oben drauf schauen, vielleicht erstmal Abstand zwischen dich und die Situation bringen, ob jetzt räumlich oder auch emotional. Wie gesagt, einfach mal rausgehen und dann wieder neu einsteigen, mit einer anderen Sicht auf die Dinge schauen. Dann lässt sich das doch sehr, sehr viel schneller und leichter wieder lösen. So, was haben wir denn noch für den Wassermann? Wir haben die 10 der Kelche, die das hier kam. Also eigentlich eine coole Woche für dich. 10 der Kelche, Stärkekarte, Ass der Kelche, sehr cool. Also eigentlich eine coole Woche, Jubel, Trubel, Heiterkeit kann man sagen. 10 der Kelche ist ja die absolute Wunscherfüllerkarte, besser geht's gar nicht. Also alle Farben des Regenbogens leuchten für dich in der neuen Woche. Du hast dir wahrscheinlich mit jemand anderem zusammen, Partner, Partnerin, Familie oder auch Business-Kontakten was Gutes, Tolles geschaffen und darfst da auch mal stolz auf dich sein, weil du das mit deiner eigenen Stärke erreicht hast. Da, wo du jetzt stehst, da bist du hingekommen, weil du es selber kreierst. Hast. Und darauf darf man auch mal stolz sein. Und dann haben wir hier aber noch die Ass der Kelche über Kopf. Das heißt, auch alles, was dir nicht passt in deinem Leben, hast du halt auch kreiert. Dafür die Verantwortung zu übernehmen, ist natürlich genauso wichtig wie für alles Gute, um zu sagen, okay, ich habe mich da rein manövriert. Wer kann das Blatt denn drehen? Na, ich. Ist doch eigentlich geil, oder? Also wenn ich die Macht habe, dahin zu kommen, habe ich die Macht auch wieder dahin zurückzukommen. Aber im Grunde geht es hier, glaube ich, eher um, ja, mal die Eigenverantwortung zu übernehmen für die Situation, in der man steckt, aber letztendlich auch anzuerkennen, eigentlich ist schon geil, wo ich stecke, eigentlich ist ganz gut und ich habe die Möglichkeit jederzeit auch wieder hier, ja, aus der Kelche über Kopf,
die Emotionen in die Balance zu bringen und neu auf Dinge zu schauen und einen Neustart hinzulegen. Also ziemlich, ziemlich cool, würde ich mal sagen, lieber Wassermann. Und wenn ich dir noch zum Abschluss eine Freudenmeerbotschaft ziehen darf, dann haben wir für dich die Karte Verbindung. Verbindung ist der Leim zwischen zwei Polen, also Verbundenheit mit dir selbst natürlich, ja, zu dir und deiner Wahrheit stehen, genauso wie Verbundenheit eben auch zu den Menschen, die dir am Herzen liegen, zu, also Loyalität, finde ich, spielt ja auch noch mit eine Rolle, sich verlassen können, auf wen kannst du dich immer verlassen, wer meint es immer gut mit dir, ja, auch wenn die Schnüre manchmal ein bisschen stramm sind und du denkst, naja, ne? Aber am Strich hält man eben doch zusammen. Und da vielleicht auch nochmal zu schauen, für wen oder was kann ich da sehr, sehr dankbar sein in meinem Leben. Ja, dann sieht doch ganz cool aus, oder? Schöne Woche wünsche ich dir, lieber Wassermann. Und wenn wir uns mal jetzt zu den Fischen begeben, das Motto der neuen Woche für die Fische oder das Thema der Woche, der Rat der Woche für die Fische, was haben wir denn da für unsere Fische? Da kommt das Pferd der Freiheit. Ja, also guck mal, wo du einfach deinen Geist ganz frei werden lassen kannst, deinen Körper ganz frei werden lassen kannst, wo du sagst, ach, wisst ihr was, ich lasse jetzt mal irgendwelche alten Schnüre los und entfessle mich mal selbst in meiner Großartigkeit. Und ich finde, wenn wir uns dieses Pferd jetzt hier mal anschauen, als Motto für deine neue Woche, lieber Fische, liebe Fische, liebes Fischlein, dann kennen wir ja sicherlich auch die Bilder von Sport mit Pferden, die sehr stramm gehalten werden, die da tänzeln, weil der Reiter das so will. Aber dieses Pferd lässt sich nicht reiten. Dieses Pferd gibt den Ton an. Dieses Pferd ist in dem Tempo unterwegs, in dem es will. Dieses Pferd ist dort, wo es sein möchte. Dieses Pferd ist mit den Menschen, mit denen es sein möchte und auch nicht mit denen, mit denen es nicht sein möchte. Dieses Pferd ist absolut frei auf allen Ebenen. Und da darfst du mal hinschauen, liebes Fischlein, wo du vielleicht noch erkennst, da bin ich vielleicht noch ein bisschen unfrei, vielleicht gefangen in meinem eigenen Denken, in meinem eigenen Kopf, erlaube mir vielleicht auch eine Freiheit nicht oder wer versucht mich auch zu binden, damit ich gar nicht erst so frei werden kann. Vielleicht noch nicht mal bewusst, aber Veränderung ist ja auch für unser Umfeld immer blöd, denn in deiner Neugeburt steckt natürlich die absolute Lebensfreude und Freiheit wieder drin. Da haben wir es wieder, ja. Also dein sich wandeln und dich selbst neu entdecken und da reinwachsen zu dem, was du bist, ermöglicht dir natürlich auch, neue Zusammenkünfte zu schließen, aber sich eben auch von alten zu trennen, wenn es nicht mehr passt. Und das wird dir, glaube ich, in letzter Zeit immer mehr auch vielleicht schmerzlich bewusst, dass je mehr du dich änderst und je mehr du in deine Kraft, in deine Großartigkeit hineinwächst, desto mehr ändert sich auch dein Umfeld, muss sich ändern. Weil wenn die nicht mitwachsen, dann wird man eh merken, dass der Kontakt so ein bisschen schaler wird, einen komischen Beigeschmack hat, nicht, dass irgendwas Blödes vorfällt, aber dass man merkt, das passt halt nicht mehr. Und dass ich dann zu erlauben, wenn ich Platz schaffe, von dem kann ich was Neues anziehen. Das ist natürlich schon auch eine ziemlich coole Geschichte. Und die Freudenmeerbotschaft fürs Fischlein, für die Fische in der neuen Woche ist, denke in Lösungen, nicht in Problemen. Ja, was tut mir jetzt gut? Was begünstigt meine Freiheit? Wenn alles möglich wäre, wie würde ich das jetzt lösen wollen? Was wäre dann der nächste Schritt? Wie würde ich mir mein Leben dann vorstellen? Das sind ja alles mal gute Fragen, die du dir stellen kannst in der neuen Woche. Der Widder hat als Thema der neuen Woche, gucken wir mal, was haben wir für unseren Widder? Für den Widder, was kommt denn da? Da haben wir Storyteller. Also das könnte jetzt in zwei Richtungen gehen, lieber Widder. Guck mal, was dich mir abholt. Variante Nummer 1, erzähle deine Geschichte. Und auch wenn du denkst, der hat dann darauf gewartet, ach, so besonders ist mein Leben ja auch nicht, dann könnte es sein, dass deine Aufforderung ist, deine Geschichte mit anderen Menschen zu teilen, weil da Inspiration drinsteckt, weil da Mutmachen drinsteckt, weil da Erfahrung drinsteckt. Und egal in welchem Bereich, ob das dein beruflicher Weg ist, dein privater Weg, dein Heilungsweg, was auch immer, erzähl deine Geschichte. Also vielleicht ist es an der Zeit, mal einen Blog zu starten oder weiter auszubauen, ein Buch zu schreiben, vielleicht auch in anderer Art und Weise deine Geschichte mit Menschen zu teilen. Da gibt es ja manchmal
mannigfaltige Möglichkeiten. Oder vielleicht geht es auch darum zu schauen, welche Geschichten erzählst du dir denn immer wieder, um eben nicht voranzugehen in deinem Leben, um eben nicht wirklich Inspiration zu sein, sondern welche Geschichte erzählst du dir immer noch und findest das dann natürlich in deinem Leben auch bestätigt, dass es genauso doof ist wie die Geschichte, die du dir immer erzählst. Und vielleicht könnte es Sinn machen, anzufangen, sich mal andere Geschichten zu erzählen, um dann eben auch zu anderen Lebensergebnissen zu kommen. Könnte ja mal sein. Und da haben wir es ja auch nochmal bestätigt, ja, also die Temperance-Karte, Kunst. Die kunstvollste Geschichte ist ja die, die du selber kreierst, und zwar immer, du kreierst ja immer. Und ob du im Licht oder im Schatten unterwegs bist, ist die Art und Weise, wie du dir deine Geschichte erzählst. Und ob du ja mit den schönen Dingen jonglierst oder mit den doofen Dingen, ich meine, die haben wir alle, die Frage ist halt, wie gehst du damit um und wie, ja, beseelt kannst du dich auch finden, wenn die Dinge mal nicht so rund laufen. Nicht, dass es jetzt hier liegt, dass es nicht rund läuft. Ich glaube, dann eher aus der Vergangenheit. Aber du änderst deine Zukunft durch die Art und Weise, wie du dir deine eigenen Geschichten erzählst. Und das zu wissen, kann in der, und da auch nochmal bewusst drauf zu achten, lieber wieder, das kann dir in der neuen Woche echt gut weiterhelfen. Aus einem vielleicht ganz coolen Leben ein grandioses Leben zu machen. Aus einer ganz coolen, netten Beziehung eine tolle Beziehung zu machen. Aus, ja, macht Spaß, ey, ist mega zu machen. Also praktisch das nächste Level deiner Story, ja. Also der nächste Spannungsbogen darf geschehen für dich, weil, ich sag mal, was machen wir denn mit einem Film oder mit einem Buch, das so vor sich hin plätschert, wo du sagst, naja, war jetzt ganz nett. Muss ich mir aber auch nicht nochmal lesen. Ja? Du willst doch ein bisschen Spannung haben, du willst doch ein bisschen mehr Romantik haben, du willst doch ein bisschen lachen. Und, ne? Also so, das sind doch die Momente, die cool sind. Also sorg dafür, dass deine Lebensgeschichte in der neuen Woche richtig coole Sachen enthält. Ja? Wo du später zurückdenkst und sagst, doch, mein Gott, das war verrückt. Oder das war schön, das war ein schöner Moment, das war wow, da habe ich mich selber übertroffen. Und hab Vertrauen darauf, dass du das nicht nur kannst, sondern dass es auch gewünscht ist, dass du das tun darfst und dass es für dich vorhergesehen ist, mehr als ein nur normales, schönes, nettes Leben zu haben. Und guck mal, was du dann in der neuen Woche mal machen kannst. Für den Stier haben wir die Karte Walking in Beauty. Jetzt ist ja der Stier ein Sternzeichen, das in der Regel schon sehr, sehr gut genießen kann. Und das darfst du nochmal auf ein neues Level heben, lieber Stier. Noch mehr genießen, noch mehr im Moment sein, noch mehr verbunden sein mit dir im Hier und Jetzt. Nicht im Gestern, was da alles Doofes war, und auch nicht im Morgen, was alles Doofes passieren könnte oder auch Schönes, ja, sondern im Hier und Jetzt. Und den Moment genießen, in die Natur zu schauen, deine eigene Schönheit zu genießen, innen wie außen, und zu sagen, ich kreiere mir hier gerade einfach ein ganz genussvolles Leben. Und wie viel mehr Genuss ist möglich, wenn ich ihn bewusst wahrnehme? Also auch bewusst wahrnehmen im Sinne von auch wirklich schmecken, was du isst oder trinkst, und nicht, na, ich esse mal schnell was, um Nahrung zuzufügen, und nebenbei mache ich noch Social Media oder sowas. Weil da verpasst du dann eine ganze Menge dabei. Ja, also das sind dann auch die Momente, ja, 9 der Schwerter, eben wenn du nicht im Hier und Jetzt bist, dir über irgendwelche Sachen Gedanken machst, von denen wir gar nicht wissen, ob es jemals geben wird. Der Teufel, der sagt, naja, es gibt so einen Spruch, die einzige Hölle, die es gibt, ist die hier oben in uns selbst, oder die, wenn wir auf unser Leben zurückschauen und sagen, hättest du mal. Und was kannst du angehen in der neuen Woche, lieber Stier, dass du nicht hättest du mal sagst, sondern den Thron deines Lebens einnimmst und einfach, ja, dir ein Schlaraffenland-ähnliches Leben kreierst und sagst, das und nicht weniger habe ich verdient, und ich kröne meinen eigenen Erfolg. Ich tanze mich durch mein Leben. Ich genieße. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, und auch wenn es sonst keiner akzeptieren muss, muss ja nicht, ja, aber ich halte meine eigene Fackel hoch. Ich leuchte mein eigenes Licht für mich, weil ich weiß, wo es mich hinzieht, und dafür stehe ich ein bis zum letzten. Da eier ich nicht rum, ich stehe für mich ein und mache da auch klar Schiff und kommuniziere auch ganz klar, dafür stehe ich nicht mehr zur Verfügung, aber hier und dafür absolut. Da geht's lang, aber nur da lang, für mich ab sofort. Coole Botschaft, lieber Stier, wow, da scheint sich einiges zu fügen. Wenn wir mal beim Zwilling schauen, dann haben wir für die neue Woche
Tracker. Also hier geht es um Fokus halten. Ja, also einmal genau wissen, wo es hingehen soll, weil du vielleicht ne, durch diesen verschlungenen Fluss, den wir hier sehen, Flusslauf, du siehst ja nicht, wo er endet. Deswegen musst du im Kopf ganz klar die Vorstellung haben von, da geht's hin, dass du immer wieder auf deinen Weg zurückfindest. Selbst wenn Dinge am Wegesrand sehr spannend und interessant sein könnten und du mal abgelenkt bist und sagst, huch, jetzt habe ich mich fast verlaufen, mein Gott, dass du wieder zurückfindest auf deinem Weg, weil der Fokus da ist, weil du weißt, wo es hingeht, was ist mein Ziel. Und dann darfst du dich auch mal ablenken lassen, aber folge immer diesem Weg am Ende, damit du auch an deinem Ziel ankommst. Und du kriegst das, wo du deinen Fokus drauf ausrichtest. Und wenn du dich nicht fokussierst, dann kriegst du halt irgendwie was. Also hab deine Sinne schon gut beisammen, damit, ja, Prinzessin der Schwerter und Zehn der Schwerter, du eben gerade, wenn du jetzt auf neuen Wegen wandeln solltest, wenn dir gerade neue Ideen kommen für neue Dinge, du die eben auch gut erheben kannst und dich nicht von tausend anderen Dingen irgendwie, ja, ins Verderben stürzen ist ja zu hart gesagt, aber verloren gehst unterwegs, weil du eben den Fokus nicht hältst. So muss man das sagen. Also guck ganz genau, wo es hingeht. Die einzelnen Schritte, die musst du dabei noch nicht klar definieren, die brauchen wir noch nicht. Du brauchst nur, wo geht's hin. Das musst du wissen. Und der Rest fügt sich dann schon von ganz alleine. Dein inneres Navi ist dann unterwegs. Und dann haben wir hier noch die Karte. Tada! Lass dein Leben nicht nur von den To-Dos bestimmen. Die Tadas sind das, was dich lebendig fühlen lässt. Ja, also wie gesagt, Fokus halten, ja. Und dann kannst du auch mal hier und da schauen, was noch so gibt, um da vielleicht auch nochmal neue Inspiration zu bekommen und zu sagen, hey, das ist ja auch nochmal spannend. Aber immer wieder zurückkommen auf den Weg. Ich ziehe dir mal noch eine. Ich liebe diese Freudenmerkkarten. Wie gesagt, wenn dich meine Karten hier interessieren, die ich benutze, dann findest du die unten auch mit Bestelllinks gleich aufgelistet. Loslassen, ja, passt auch, ja. Lass los von allem, was so starre ist. So. Oder eben auch, wie ich sagte, wenn du was Neues am Kreieren bist, dann musst du alte Dinge loslassen, alte Erfahrungen. Nicht, dass du die nicht nutzen, weil du nicht schlauer geworden bist, aber nichts, was dich zurückhält oder was irgendwie beschwerlich ist. Du musst was loslassen, dass was Neues kommen kann. Und Spiegel haben wir hier auch nochmal die Karte. Du bist anderen das größte Vorbild, wie sie mit dir umgehen können. Also wie gehst du selber mit dir um? Deine Umgebung ist der Spiegel deines Seins. Wenn dir irgendwas nicht passt, frag dich, was mache ich denn mit mir? Habe ich solche Anteile auch, die ich in die Umwelt schicke? Meistens ja. Ne? Oder wenn alles toll ist, dann... Also wenn dir das auffällt, Mensch, die Leute sind alle so nett, das ist alles so schön gerade. Ja, weil du es selber bist. Weil du es selber bist. Also was für eine schöne Erkenntnis hier für den Zwilling in der Woche. Für den Krebs haben wir Talking Stick. Also für dich geht es mal wieder darum, in deiner eigenen Wahrheit unterwegs zu sein, deine eigene Wahrheit zu sprechen und zwar vom Herzen heraus. Wie fühle ich die Dinge und nicht wie denke ich, was ich tun sollte, müsste, könnte, würde, was man von mir erwartet, sondern rede das, was für dich auch richtig ist, weil damit kreierst du dein Fundament. Damit kreierst du dein komplettes Sein. Und das brauchen die Menschen auch, du ja selber auch. Aber um dich gut einschätzen zu können und zu wissen, wer du bist und wie du bist und was du empfindest, hilft es auch, darüber zu reden und klar zu kommunizieren. Und es vielleicht nicht nur unterschwellig wahrzunehmen, sondern auch rauszubringen. Weil sonst kann es passieren, dass du... ja, in irgendwas Altem stecken bleibst und vielleicht dabei übersiehst, dass es anderen Beteiligten ähnlich geht wie dir, ne? Und sagst, und irgendwann kommt es raus und sagt, hätten wir mal eher drüber gesprochen. Ja, also das kann dir in der neuen Woche sehr dienlich sein, diese Information, lieber Krebs. Und als Freudenmeerbotschaft haben wir für dich die Information, das Leben ist immer für dich. Es passiert dir nicht einfach so, es passiert immer für dich, weil es was zu lernen gibt, zu erleben gibt, eine Erkenntnis gibt. Und wir haben noch eine zweite Karte, die rauskam. Zeit zu sein. Im Hier und Jetzt, in der inneren Stille. Weil auch in der inneren Stille findest du ja dann meistens erst deine eigene Wahrheit, wie du es wirklich empfindest. Manchmal auch, indem man mal eine Nacht über die Dinge schläft.
Okay, der Löwe hat die Karte Shapeshifter. Ich glaube, die hatten wir für dich schon mal. Du kannst sein, was immer du willst. Die Frage ist, was ist das? Wer willst du sein? Wofür sollen die Leute dich kennen? Wenn man an dich denkt, was denken die Leute dann an dich? Also, wenn du sagst, oder wenn jemand sagt, in einer Runde deinen Namen, was soll das sein, was die Leute mit dir verbinden? Wer bist du? Wer willst du sein? Wie willst du wahrgenommen werden? Das ist die Frage, die du dir in der neuen Woche nochmal stellen darfst, damit du vielleicht nochmal ein bisschen mehr Klarheit in dein Leben kriegst, lieber Löwe. Wer willst du sein? Weil deine ganze Glückseligkeit hängt davon ab, diese Frage gut zu beantworten. Weil dann ist wirklich alles möglich. Aber du brauchst diese Klarheit, wer willst du sein? Für was will ich stehen? Dass man da ja auch einen Bezug zu dir hat. Und dann behauptest du dich über alles. Dann hast du so einen Erfolgsweg vor dir und hast auch die richtigen Leute, die dann zu dir kommen und alle anderen sortieren sich eh aus. Dann haben wir die Lovers. Also der ein oder andere Löwe verliebt sich vielleicht auch. Vielleicht, ja, passiert auch noch ein bisschen was. Und Shapeshifter, gut, vielleicht wird auch der ein oder andere schwanger. Kann auch sein, ja, wenn der Shape sich shiftet. So kann man das ja hier auch deuten. Aber schau mal, das sieht richtig geil aus diese Woche für dich, lieber Löwe. So, für die Jungfrau haben wir in der neuen Woche Dream Traveler, Traumreisender. Die Karte kann man auch in zwei Richtungen lesen. Zum einen, achte mal auf deine Träume. Was träumst du? Da könnten Antworten und Botschaften für dich drinstecken, liebe Jungfrau. Da könnte Klarheit für dich drinstecken. Vielleicht auch Informationen von zu Fragen, die du noch gar nicht gestellt hast, aber die sind schon mal da. Also es könnte Sinn machen, die auch aufzuschreiben, weil sie später vielleicht mal relevant werden könnten. Und die zweite Deutungsmöglichkeit ist natürlich, es ist jetzt an der Zeit, deine Träume wahr werden zu lassen. Weil das eine ist ja natürlich, wenn wir eine Vorstellung haben von unserem Traumleben, wie es sein sollte, aber erlauben wir uns auch, das umzusetzen, uns das zu holen, zu glauben, dass uns das zusteht, dieses Traumleben. Das ist ja auch nochmal die Frage. Und da haben wir hier, je weniger du darüber nachdenkst, desto eher bist du auf deinem Erfolgsweg und zwar schnell. Und wir haben ja auch nochmal die Kombination von der weißen und der schwarzen Kuh. Das zwei Kühe, nee, der Bär und die Kuh. Die weiße Kuh und der schwarze Bär. Und man auch sagen könnte, denk nicht so viel drüber nach. Achte nur darauf, dass du mehrere Teile auch gut in die Balance bringst. Also zum Beispiel Privatleben und berufliches Leben könnte man sagen. Das ist kein Widerspruch. Man kann in beiden sehr, sehr erfolgreich sein. Man kann sich aber auch beides sehr, sehr schnell kaputt denken, weil man glaubt, dass nur eins oder das andere möglich ist. Steht hier aber nicht. Sondern wie hättest du es gerne? Je klarer du das hast, desto eher pflanzt du neue Samen und kannst in die Ernte gehen. Und zwar auch mit genau den richtigen Menschen an deiner Seite, mit der Unterstützung und eben auch finanzieller Erfolg liegt hier. Also nochmal, träume klar, wisse, was du willst, wo es dich hinzieht. Und dann holst dir einfach sowas von, holst dir. Es ist alles möglich. Und deine Freudenmeerbotschaft, wie schön ist das denn, lautet: Lebensfreude bedeutet, am Ende zurückzuschauen und sagen zu können, war geil. Also ich kann es nur noch mal betonen, liebe Jungfrau, was immer du haben willst, hol's dir. Es steht dir zu, du hast es verdient. Aber sowas von. Die Waage hat die Karte Medicine Bag, also Medizinbeutel. Und da könnte jetzt drinstecken, entweder, dass du alle Gaben und Talente, alle beteiligten Dinge zusammen hast, um zu heilen, ja, um Dinge in die Heilung zu bringen oder dass es eigentlich schon dabei ist, auch abgeschlossen zu werden, die Heilung. Oder es könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass deine heilenden Fähigkeiten sich erhöhen. Also wenn du zum Beispiel selbst energetisch arbeitest, dann findet da jetzt gerade nochmal so ein Uplevel statt, eine Intensivierung. Also es kann auch sein, dass dir vielleicht irgendeine Ausbildung über den Weg läuft in der neuen Woche oder mit der du liebäugelst. Das wäre dann so der Hinweis im Sinne von: Ja, liebe Waage, mach das mal. Vertief da noch mal dein Wissen oder nutze dein Wissen mehr, biete es noch mehr an. Andere brauchen das. Oder eben, wenn es bei dir selber was zu heilen gibt, wie rum jetzt wirst du selber am besten wissen, dann nutze die Kontakte, die du hast oder frag auch Leute: Mensch, ich habe Thema XY, wer könnte denn da helfen? Wer kennt denn wen? Weil du bist jetzt wirklich sowas von auf deinem Weg.
und sowas von dabei, dein eigenes Schicksal zu der absoluten Erfüllung, Fülle, Freude, Glückseligkeit zu drehen, machst du ja eh schon in der letzten Zeit sowieso immer mehr. Du bist ja sowas von auf deinem Weg, aber das letzte Quäntchen ist schon, ja, sowas von da und auch das Wissen, das du aus vielen, vielen vergangenen Leben mitbringst, das einfach so in dir schlummert, ist sowas von abrufbar. Vielleicht ist auch eine Karma-Strangreise mit mir etwas, was dich anziehen könnte, wenn du da irgendwie nochmal eine Klarheit haben möchtest, was so in früheren Leben los war und was in die Heilung gebracht werden kann, weil wir haben hier auch nochmal ja, die absolute Transformation, dein Neubeginn, deine Neugeburt, deine absolute reinste Version von dir ist jetzt an der Zeit und es ist eben auch an der Zeit, so ein inneres Ziehen und Zerren jetzt mal loszulassen. Das brauchst du nicht mehr in deinem Leben, sondern nur noch, wie wir es am Anfang hatten, ja, das Rad des Schicksals dreht sich sowas von für dich und für deine Glückseligkeit. Also da ist nicht mehr viel zu tun. Vielleicht nochmal so ein bisschen Ecken und Kanten putzen und dann hast du es schon. Und das ist echt sowas von schön, liebe Waage. Deine Freudenmeerbotschaft für die neue Woche lautet, ups, wie folgt. Für Entscheidungen, die einen zu einem geileren Leben führen, ist es nie zu spät. Na dann mal los. Was immer da ansteht, wird's geil, mach's. Oder findest du es geil, weißt du aber nicht, wie es wird, mach's. Und dann hast du ja noch die Karte, funktionierst du noch oder lebst du schon? Passt ja auch zu dem, was wir gesagt haben, Tanz auf dem Feuer. Tanz auf dem Feuer, statt dich vom Feuer verbrennen zu lassen, für all die alten Hexen hier unter uns. Ne? Für all die alten Heilerinnen hier unter uns. Okay, dann gucken wir mal beim Skorpion. Für die neue Woche haben wir hier Spirit of Air. Der Skorpion darf mal aufhören, sich so viele Gedanken zu machen. Die Gedanken mal so ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Vielleicht mal ein bisschen weniger, ja, hier so Gedankenkarussell zu machen. An die frische Luft zu gehen natürlich auch. Vielleicht ans Meer zu fahren, das könnte dir helfen. Aber Fakt ist, mehr ins Vertrauensvolle durch das Leben hindurch wandern zu gehen, statt alles bis ins kleinste Detail zerdenken zu müssen. Oder auch zu denken, du kennst die Antwort, die dir irgendeine Person vielleicht geben würde, statt sie erstmal gefragt zu haben. Weil dann verurteilst du schon eine bestimmte Situation, ohne die Antwort zu kennen und schneidest dich gegebenenfalls von Dingen ab, die aber drin wären. Und so sieht es nämlich aus, dass was richtig Cooles machbar ist, wenn du mit jemandem über deine Gedanken reden würdest oder wenn du mal aufhören würdest, so viel zu denken und mehr ans Fühlen gehst und ins Vertrauen von, ich weiß noch nicht wie, aber wird schon. Als abschließende Botschaft für den Skorpion haben wir hier Leuchte. Es ist doch viel schöner, ein Licht zu sein, als ein Schatten. Wenn das keine schöne Botschaft ist, dann weiß ich ja auch nicht, lieber Skorpion. Der Schütze hat für die neue Woche Sacred Mountain. Der Schütze darf mal ein bisschen in die Ruhe gehen, in die innere Ruhe. Also vielleicht sind auch Yoga oder Meditation was für dich in der neuen Woche, wo du nochmal mehr drauf achtest oder auch in die Natur gehen, alleine, ohne Gespräche mit anderen Menschen, einfach mal durch den Wald gehen, an einem Fluss spazieren gehen, die Natur genießen, die ja jetzt auch immer bunter wird in diesem Frühling und in der Stille vielleicht neue Antworten und Botschaften zu empfangen. Oder eben einfach auch mal nur genießen, mit dir zu sein. Vielleicht empfängst du doch, du empfängst was. Ich wollte gerade sagen, vielleicht empfängst du gar nichts, doch du empfängst was. Also geh in die Ruhe, damit du was empfangen kannst. Weil bisher ist es so, dass du vielleicht schon viele Ideen hast, aber die sind alle noch nicht so richtig, richtig, richtig. Die sind alle irgendwie cool und du kannst sagen, ey, ich habe so viele Ideen, ich kann aus diesem Pool an Ideen auswählen. Aber die wirklich richtige, geile, empfängst du erst in der Stille und nicht am Schreibtisch. Also das wäre der Hinweis für dich, lieber Schütze, in der neuen Woche. Und deine Freudenmehrbotschaft lautet, heute schon dein Leben gefeiert. Wenn nicht, schmeiß doch mal eine Party. Also ein bisschen Gegensatz zum Thema Stille, aber die Woche hat ja 7 Tage, also an irgendeinem Tag kannst du ja Party machen. So, und last but not least, wie immer, der Steinbock, was haben wir denn hier für unsere lieben Steinböcke in der neuen Woche? Und da haben wir Wounded Healer.
Aus deinen Verletzungen oder vergangenen Erfahrungen wirst du stark und kannst damit Heilung in die Welt bringen. Weil das, was du durchgemacht hast, ist Inspiration für andere. Also vielleicht ist es auch für dich an der Zeit, das mal aufzuschreiben, andere an deiner Erfahrung teilhaben zu lassen, den Mut zu machen, auch ehrlich zu kommunizieren. Mensch, da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, aber so und so habe ich das gelöst, damit auch andere merken, die sich vielleicht auch gerne mal verurteilen, meine Güte, ich bin nicht alleine mit mir und meinem Leben. Und die Momente, die mich am meisten aufrütteln, sind die, die mich am meisten stark machen. Ganz genau. Ja, und ich ziehe daraus, ja, wie eine eigene Wissenschaft auch. Ich bereite daraus mir was Neues, Fruchtbares aus meiner Vergangenheit, aus meinen Erfahrungen und zeige vielleicht anderen auch den Weg, wie ich ja vom Phönix aus der Asche geworden bin und auch immer noch in meinem Prozess bin. Der ist ja eh nie abgeschlossen. Ja? Kaum denkst du, bist durch, geht es wieder von vorne los, was ja auch anstrengend ist, aber vielleicht auch gerade sehr authentisch mit anderen in die Kommunikation gehen, was bei dir, ja, was deine eigenen Zweifel sind, was deine eigenen Sorgen sind, was dir auch hilft, damit umzugehen und wieder in deine Kraft zurückzukommen, ganz genau, weil letztendlich ist es ja eh meistens so ein Mindfuck, der uns im Weg steht und wir sind erhaben über uns selbst und unser eigenes Schöpfertum, aber das vergessen wir natürlich, wenn wir in doofen Situationen stecken. Und da wäre der Auftrag an dich in der neuen Woche, lieber Steinbock, das auch mit anderen zu teilen. Vielleicht im Gespräch mit einer Freundin, weil die dir was erzählt und du sagst, weißt du, ich kenne das auch und mir hat das und das geholfen, weil ja, so und so war meine Situation damals. Oder eben im großen Stil. Vielleicht schreibst du ein Buch, einen Blog, drehst Videos dazu, wirst interviewt und dann geht es schon darum, ganz offen darüber zu reden. Zeig dich so verletzlich wie nie, das hilft dir den Menschen. Und wenn es nur einer Person Inspiration schenkt und erlaube dir, das zu tun. Es ist nicht komisch, es ist genau an der Zeit. So, wir haben hier noch eine Karte, die rausgeflutscht ist, Folge der Freude. Yay. Folge der Freude heißt auch Folge der Aufregung. Ne? Ist nicht immer angenehm, der Folge zu freuen, aber zumindest absolut zukunftsweisend und zielführend. Ich wünsche uns allen eine tolle Woche. Danke dir fürs Einschalten. Freue mich natürlich wie immer über Gefällt mir Klicks, über Kommentare, wenn du mal schreibst, wie es in der neuen Woche so für dich läuft, ob das Reading dich abholt, ob du vielleicht schon weißt, was damit gemeint ist oder ob es vielleicht auch erst sich in der neuen Woche klären wird, was hier eigentlich für dich mit drin steckt. Manchmal ist es ja auch erst im Laufe der Woche, dass die Botschaft anfängt, Sinn zu machen. Ansonsten abonnier bitte meinen Kanal, wenn du es nicht schon getan hast und ja, erzähl all deinen Freunden, dass es mich hier gibt. Allen. Jeden, den du kennst. Finde ich ganz geil. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Uns allen eine tolle Woche. Deine Denise.